sicherlich alle die Schlagworte Fake News, Lügenpresse, alternative Fakten. Aber handelt sich das um gewollt oder einfach nur um schlecht recherchiert? Ich möchte Ihnen etwas zeigen und bilden Sie sich selbst ein Urteil. Es geht dabei um die Bezirksversammlungswahlen am 26. Mai 2019 in Hamburg. Diese wurden am 27. Mai ausgezählt. Diese Auszählung sollte bis abends 18 Uhr erfolgen. Um 18 Uhr wurde dann im Hamburg-Journal dieses Schaubild des Bezirks Bergedorf gezeigt. Und wie Sie sehen, werden hier die einzelnen Parteien benannt unter Angabe der Prozentzahlen. Interessant ist besonders sonstige 2,9%. Auf der Internetseite des Hamburg-Journals wurde dann um 18.30 Uhr wiederum dieses Schaubild der Bezirksversammlungswahlen im Bezirk Bergedorf angezeigt. Wie Sie sehen, hat sich jetzt das Bild der übrigen auf 0,0 geändert und aus den 2,9 wurden plötzlich die Freien Wähler. In der Mittagsausgabe des Hamburger Abendblatts stand ebenfalls für Bergedorf 3% Freie Wähler. Das Ganze wurde durch das Statistikamt gegen 14 Uhr revidiert, weil weitere Auszählungen stattgefunden haben und die Freien Wähler kamen nur auf 2,9%. Wohingegen 14 Uhr bis 18 Uhr permanent die Freien Wähler eben auf 2,9% standen. Was denken Sie, warum die Freien Wähler im Fernsehen nicht benannt wurden? Gewollt oder nur versehen?